Musikwünsche haben alle, jung und alt gleichermaßen, nur die Geschmäcker unterscheiden sich. Ich kann mich zum Beispiel aus meiner Schulzeit noch erinnern, als mich die Eltern längst ins Bett buxiert hatten, habe ich noch heimlich Radio gehört. Nach 22 Uhr unterm Kopfpolster, da lief nämlich auf Ö3 ein Wunschprogramm und das hieß Treffpunkt Studio 4. Einen guten Abend, wünscht Ihnen wieder beim Treffpunkt Studio 4, Ö3 Redaktion, Technik und Harald Greger. Die erste Platte dreht sich bereits. Sie wird Ein super Programm haben wir für Sie heute Abend zusammengestellt. Meinrad Nell begrüßt Sie im Namen von Redaktion und Technik recht herzlich bei unserem Treffpunkt Studio 4. Gastgeber im Studio 4 sind Harald Greger, Meinrad Nell und diesmal nur auf Fotos sichtbar Rudi Klausnitzer und Dieter Dorner. Sie müssen die große Zahl der Einsendungen und Musikwünsche in die 45 Minuten Sendezeit einpressen, sollen viel sagen, aber möglichst wenig reden. Und Sie müssen alle Nicht-Drangekommenen und Nicht-Gewinner aufs nächste Mal vertrösten. In unserem heutigen Programm Creedence Clearwater Revival und Ubi Dubi. Aber zurück zu Treffpunkt Studio 4. Wir haben heute gleich drei Telefonspiele vorbereitet. Es gibt heute wieder eine Menge zu gewinnen. 9 Gewinner werden wir ermitteln. Hallo, how are you? And what's your name? 23.22 Uhr, also genau die richtige Zeit, um die Hörer der Mittelwelle zu begrüßen. Herzlich willkommen bei Treffpunkt Studio 4. Sie kommen gerade zurecht, denn wir starten unser erstes Telefonspiel. Das sind eigentlich ganz eigenartige Geräusche, die werden Sie dann noch zu enträtseln haben im Rahmen unseres Telefonspiels. Aus der Chronik der Sendung. Bisher wurden in 270 Sendungen ca. 3200 Platten gespielt. Zu jedem Treffpunkt kommen im Durchschnitt 500 Einsendungen. Im Monat wächst der Briefberg bis auf die Zahl 15.000 an. Dank der Mittelwellenabspielung ab 22.20 Uhr reicht der Zuhörerkreis von Studio 4 bis nach England und Skandinavien. Briefe und Anrufe kamen bereits aus Stockholm, London und selbst von einem Frachter aus der Nordsee. Wesentlicher Bestandteil jeder Sendung sind die Telefonspiele. Davon gab es bisher etwa 350 mit Gewinnen von der Schallplatte bis zum UKW-Radio. Studio 4 erhält keineswegs nur Briefe. Vom Riesenplakat 3x4 Meter bis zum 1 Meter langen Riesensalzstangerl reicht die Skala der kuriosen Einsendungen. Dazwischen gibt es Haarlocken, Gipsfüße, Schuhsohlen, Holzbretter, Esswaren und komplizierte Bastelarbeiten, von denen wir aus Platzmangel nur eine kleine Auswahl zeigen konnten. Das Salzstangerl hat die Ö3-Redaktion allerdings bereits aufgegessen. Das war die letzte Platte bei und auf Treffpunkt Studio 4. Gary Glitter diesmal leider in einer Kurzform, aber die Zeit drängt. Wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank für das zahlreiche Mitmachen.